Hallo, hier ist der Mahatma und der Peppo. Wir spielen Ratet mal. SCP-080B. Richtig. Übrigens muss ich anmerken, die letzte Folge, die wir euch davon zeigen, weil wir es niemals hinkriegen werden, das in einer Folge durchzuspielen. Wahrscheinlich ja nicht. Geschweige denn, dass wir es überhaupt durchgespielt kriegen. Und das ist einfach nicht gut für die Nerven. Und die Wiggles sind ohnehin viel schöner. Ja, ne? Die Wiggles sind schön. Das beruhigt mich auch immer wieder, wenn ich sowas gespielt habe. Nein, wir werden Amnesia fertig machen. Genau. Das ist das große Ziel, Amnesia fertig machen. Und ich bin, wie gesagt, am Überlegen, ob wir uns Lucius holen und das mal zocken, weil das ist echt cool. Ich habe davon noch gar nichts gehört. Also, nee, ich das ist schon mal für mich noch komplett Neuland. Ich habe da ein bisschen was gesehen gehabt, halt von ist cool auf jeden Fall. Oder wir gucken mal, was heißt. Nee, das eine ist hier, was du da gesagt hast, halt. Dream of Blood Moon. Dream of Blood Moon, aber war ich jetzt nicht so überzeugt von. Naja, egal, wir legen jetzt los auf ein neues und auf das letzte Mal. Warum nicht verkacken wir das jetzt nicht so übel? Genau. Also wir müssen eigentlich, Etage 100 ist das Ziel, glaube ich. Genau, wir müssen mindestens bis Etage 100 kommen. 100 ist das Ziel. Aber es ist immer noch übelst schlecht, die Grafik. Ich kann nicht rennen. Nee, wir müssen bis Etage 120 kommen. What the fuck? Was? Sofort schon eine Weggabelung. Was? Super nett, ne? What the fuck? YOLO! YOLO! Ja, wir wissen jetzt... Na. Das hat mich nicht geschaut. Wir wissen jetzt übrigens, was YOLO heißt. Wir dachten schon, wir sind alt. Ja, aber wir sind noch jung, wir wissen, was YOLO heißt. Ja, YOLO. Das Jugendwort des Jahres 2012. 12. You only live once. Genau. Du lebst nur einmal. Ja, geil. Geil, das ist auch so 2012. Boah, weißt du, zu meiner Zeit, ne, oder besser gesagt zu unserer Zeit, das war dafür ein cooles Sprichwort. Was ist denn hier los? Bei Fast Die Young, ne? Kennst du nicht den Typen, der auf der Brücke steht? No risk, no fun. Das ist mein Motto. Und genau. Jump da voll runter. Das ist so geil, der Typ. Aber was ist denn los? Weggabung, zweite Etage, vierte Etage, ein Raum. Ne? Das will uns heute richtig hart ran in das Spiel, ne? Boah, ich glaube aber auch. Ich glaube, der denkt sich auch, oh, letzte Folge, ne Leute, ich mach euch fertig. Ich mach euch fertig. Das wird richtig abfuckt, glaube ich. Eine Frage wollte ich dir schon immer mal. Ah. Ja, good luck. Gut, Lack, danke. Was wolltest du mir schon mal für eine Frage stellen? Warum hast du eigentlich so viel Heu in deinem Zimmer? Zu viel Heu. Zu viel Heu. Hier ist gar kein Heu. Außerdem heißt es Stroh. Du hast den Witz nicht kapiert, oder? Zu viel Heu? Ja, das ist der Energiegenerator. Aber der sagt, warum liegt hier so viel Stroh rum? Ja, warum liegt hier so viel Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Ja, dann noch ein. Was willst du denn jetzt von mir? Nein! Schade, ich dachte, warte mal, bist du in der siebten Etage? Ja. Yeah. Oh. Jetzt wird die Hardcore gezogen. Wir sind die übelsten Pro-Gamer. Wir schaffen es, heute mal richtig gut loszulegen hier bei SCP. Ich denn es ist die letzte Folge und wir werden es schaffen. Pufftot, schade. Pufftot, schade. Ah. Wir gehen einfach mal links. Das war ohne Witz. Wir sind immer rechts, das war immer scheiße. Soll ich das zu Wort bringen mit dem, was wir vorhaben? Wie, was wir vorhaben? Mit den Motto-Tagen? Genau, wir kündigen jetzt ein etwas an, was ich so in der Let's Play-Welt, glaube ich, erst ganz, ganz selten, also mir wurde erzählt, dass es Leute schon gemacht haben. Also ich weiß, also ich fand's immer früher doof, Motto-Partys, ne? Weißt ja, du, ja, klar, in der Schule, ne? Schon allein in der Schule hattest du das ja auch, glaube ich, manchmal. Ne? Ja, wir hatten ja in der Abiturklasse damals macht man ja Motto-Woche. Helden der Kindheit, das hat wahrscheinlich jede Schule hat Helden der Kindheit gehabt. Ja, klar. Und Punks gegen Polizei und, ne, und sowas. Ja. Das Übliche halt. Ich dachte jetzt, da steht 2 plus 2. Schon die übelsten Augen flasht. Ich bin schon ziemlich lange wach heute seit
Oh, wann bin ich aufgestanden? Um 7 bin ich aufgestanden. Oh, ich bin. Ja, Entschuldigung, dass ich du. Ich bin seit Viertel nach 4 wach. Ja, Entschuldigung, dass du so einen scheiß Job hast. wir haben jetzt gefühlt, nein, nicht gefühlt, wir haben, Moment. Die aktuelle Uhrzeit gerade beträgt. Wir sind auf jeden Fall 0 Uhr. 0 Uhr 36. Am wievielten verraten wollte ich nicht. Okay. Also, wir können sagen, also. Da steht Neil. Also, wir hatten bis jetzt Stopp. Und Neil. Und jetzt haben wir Neil. Die Frage ist, ist Neil der Name oder Neil der Fluss? Dann jetzt mal links, rechts kommen. Ja, aber das wäre jetzt scheiße, wenn du jetzt sofort sterben würdest, oder? Das finde ich aber allerdings auch ziemlich. Ey, wir müssen das nächste Mal aufpassen. Ne? Sobald wir so und so weit so tief sind, dann kommt der. Wären wir jetzt vorbei gewesen. Ja, ja, genau. Aber wie kann man das denn machen, ey? Ich weiß es nicht. Es muss ja irgendwie sowas wie einen Anhaltspunkt geben, was der richtige Weg ist, oder? Nein, gibt es. Weil nicht. In irgendeinem Let's Play haben wir ja auch mal darüber philosophiert, dass wenn A passiert, dass auch automatisch B passiert, ne? Ja, das ist halt das System dieser Elektroschaltkreise. So ist das nun mal, ne? Also es war 13. Also Etage 13. Ja, so ist das nun mal. Ja, das ist ja so. Das ist ja nun mal das binäre System sozusagen. Obwohl, ich möchte jetzt nicht einen raushauen, was dann absolut vom Binärsystem da voll neben liegt, sondern elektronische Schaltkreise halt, Schalter A wird gedrückt, Leitung. Und dann passiert was bei Schalter B. B halt, ne? Genau, ja. Ja, aber binär, jetzt wo du das sagst, ne? Ich weiß, dass Gott binär spricht. Das ist eine Theorie. Ich bin Gott, spricht binär. 1-0-0. Ah! Wow! 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 Okay, so ein du kannst dich wieder umdrehen. Alter! Wow! Guck dir das an! Kranker Scheiß! Wenn ihr sehen könntet, was er jetzt für eine Gänsehaut hat. Boah, das hat mich jetzt richtig hab ich das kommt davon, wenn man immer nur ein bisschen ruhiger war. Das ist ja schon ein bisschen weil er irgendwie vorne auf die Boah, Alter, lass mir mal die Titte packen, Alter. Boah, ist das schlimm. Das kommt, wenn man nur die Wiggel spielt. Ja, weil guck mal, der hat uns doch nie was getan. Ja, eben. Das war das erste Mal, wo er uns was tun wollte. Oh. Boah. Alter, das war jetzt ein Schreckmoment. Was, wir labern hier so ganz so bla bla bla. Deswegen, weißt du, wenn man sich von dem Spiel versucht abzulenken, ne, dann wird's noch schlimmer, glaube ich. Boah. Das war allerdings jetzt heftig. Alter. Aber, ich habe ja meinen kleinen Beschützer mitgebracht. Ne? Manche Leute kennen ihn vielleicht, ne? Ich will auch keine Werbung machen. Ich weiß auch nicht, woher, Alter. Boah. Nein, aber er passt heute auf uns auf. Und er wird. Macht er ja super. Und er wird den Bösen in die Flucht schlagen. Ja, klar. Ja, sicher. Das ist ein Cooper. Das ist selber quasi ein Bösewicht. Das heißt, die kennen sich ja untereinander irgendwo. Guck mal, es gibt verschiedene Arten von Bösewichten, ne? Es gibt diese Bösewichte. Und diese Bösewichte. Und ich finde den Bösewicht ganz klar cool. Aber vor dem hätte ich nicht so Angst. Zeigen Sie mir den Killer aus. Vor ihm hätte ich keine Angst. Ich glaube, ich weiß, was der macht, wenn er uns in die Finger kriegt. Er sticht uns die Augen raus und durch die Löcher in den Schädel. Ja. Ja. Oh, warte mal, er geht zurück, genau. Hä? Ist dir jetzt mal was aufgefallen? Ja. Da kam gar nicht dieser krasse Ton. Ja, ich weiß auch nicht, was das Spiel momentan. Weißt du, wir haben es so lange nicht gespielt, deswegen, das will uns jetzt voll ficken, das Spiel. Wir haben Amnesia gezogen, wir haben dieses, boah, ich bin voll am Zittern. Also, ich kann gar nicht mehr.
boah, ich bin gar nicht gemacht mehr für das Spiel. Das macht mich so fett. Besonders jetzt hat es mich zweimal so heftig geschockt. Ich will nicht. Was? Da war die Grinsekatze hier. Nee, scheiße, ihr könnt nicht gucken. Direkt hier diese Ecke, genau hier ist die aufgetaucht. Oh. So voll verbuggt halt. Aber so heftig schnell hintereinander. Aber sie hat gar nicht genau gesagt. Nein, das ist halt. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Fehler im Spiel irgendwo mittlerweile. Weil wir schon so oft gespielt haben. Das müsste eigentlich ein Raum sein, ne? Ja, oh, ich hasse das hier so in dunkler Einzelne. An der Wand oben. Im Moment schockt nicht alles bei dem Spiel, ne? Boah, das ist aber auch heftig momentan. Boah. Es kommt immer nur die Wiggles spielen. Ja, Entschuldigung, dass ich die Wiggles spiele. Ja, die Wiggles sind so süß und die Trolle sind toll und dann gibt's nicht so böse Menschen. Boah. Ja, du hast ja mal in einem Wiggles Let's Play, hast du ja mal angehauen, dass wir auch eins zusammen machen. Ja, machen wir. Meinetwegen gerne. Also ich hab jetzt wie gesagt, ich habe jetzt schon so viele. Machen wir nächstes Wochenende am besten. Nee, nächstes Wochenende kann ich leider nicht. Wie, was mache ich denn da? Ich spiele die Scheiße nicht alleine. Sorry, da habe ich schon jemand anderen zugesagt. Wie freitags? Nicht freitags, aber samstags. Ja, samstags ist mir noch scheißegal. Das heißt, da kann ich dann. Ja, aber. Ich muss erstmal Schokolade trinken. Keine Coca-Cola natürlich. Das ist sowieso schon verraten. Ich habe das schon in die Kamera gehalten. So ein Depp, ne? Du bist so ein Depp, ne? Ja, weißt du, ey, dann können wir irgendwann von den ganzen Geld verlangen. Nein. Wir verklagen uns irgendwann. Wir würden denen Sachen einfach zeigen. Aber die Maus ist so empfindlich. Die Maus? Erstmal runterstellen. Besser so. Ich glaub. Boah, die ruckelt schon übel. Ich krieg Hitzeballon. Wovon denn? Boah, ich weiß, ich hab so lange das nicht mehr gezockt. Humbug, die ganze Zeit passiert. Humbug! Boah, ist das. So einen heftigen Anfang hatten wir aber noch nie. Das stimmt allerdings, ey. Das ist richtig heftig. Boah, es passiert noch einmal, passiert noch was. Das weiß ich ganz genau. Entweder kommt er oder noch so eine Grinsekatze. Weil das mit dem. Das Licht geht an und aus oder sowas. Das finde ich ja noch ganz human. Wenn das Licht hier an und ausgehen würde, das wenn würde mein Licht an und ausgehen würde, würde ich den auch. N? Ey Leute, ey, was ist das denn bitte? Hör doch auf mit der Scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst. Sei bloß vorsichtig, Alter. Ja, ich hab ihn. Morin, das Spiel. Ey, das ist übelst krank drauf heute, ne? Und heute noch. Scheiße, du bist tot! Was war das denn? Ey, das war ja jetzt. Okay. Machen wir noch einen. Soll ich dann anfangen oder so? Weil du hast es ja nicht mal bis Etage 30 geschafft. Ich hab's nicht mal bis 30 geschafft. Ey, das wollte uns übelst ficken, das Spiel heute, ne? Alter, safe. Also ich glaube, wir. Ich glaube, ich habe hat schon wieder Gänsehaut. Boah, ich kann nicht mehr. So oder ein letztes Mal. Ja, komm, wir wollen beide mal im letzten Mal dabei genau sein. Wir starten hier nochmal direkt neu. Ja, dann muss ich das ja so doof zusammenschneiden, egal. Wir machen direkt weiter, die Aufnahmen hinterher. Genau. So, jetzt sagt der Peppo, oh, ich hoffe, das macht dich genauso fertig. Ich hoffe doch mal nicht. Oh, fuck, mein Bein ist eingeschlafen. Ja, man sollte nie das Bein so unter sich einkriegen. So. Boah, Alter! Krank, ne? Das ist nur 800 DPI. Nur 800! Ja, ich spiele normalerweise auf 1200, wenn ich also Counter damals gespielt habe. Jetzt ist glaube ich Counter. Jetzt muss ich jetzt mal machen. Der spielt übelfällig. Ja, dich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir ist, weil bei mir läuft sowas meistens ja immer noch schlimmer. Hallo, ich hatte in der zweiten Etage eine Weggabelung. Und bei dir standen so komische Zahlen da. Nil und dann einfach nur ein L. Nee, ein N war das. Ein N.
Aber das war jetzt wirklich hart früh, ne? Also so das eine, ne? Ich glaube, das wird jetzt einfach fertig machen. Also so heftig war das noch nicht. Also bisher. Nimm dir den Kuscheltrooper. Ah! Danke, danke. Was machst du da? Boah, ich bin schon so immer damit von der Arbeit. Von was denn? Von nichts tun, so wie ich gehört habe? Ja, die ersten paar Stunden war nichts tun, dann geht's ja knüppeln. Dann geht's ja knüppeln. Wie war das noch? 25 Kilo. 25 Kilo steht da drauf. Mhm. Heb hoch, heb, Hüfte. Ja. 72 Kilo. 72 Kilo, ja. Ja, ich möchte jetzt ja nicht diesen Verein nennen, der sich Paketdienst nennt. Stefan, jetzt wird was kommen, das ist schon. Ah, es geht los. Nein, bitte nicht. Ja, das ist übrigens jetzt meine, also, ne, die ist übelst. Boah, ich wollte es mir jetzt übersetzen und dir voll den Schock machen, weil ich hätte mich jetzt nicht hier unauffällig das Ding anziehen können. Nein, ich hab dich im Auge. Nach der Sache mit der Maske, da vertraue ich dir nicht mehr so ganz. Das war auch heftig. Das war aber Slenderman. Wo ist eigentlich die zweite? Ich sehe da nur noch eine hin. Das frage ich mich aber auch schon seit Tagen. Er fragt sich das jetzt erst. Mann, ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wo die abgeblieben ist. Weil du hattest die ja auf. Wo hast du die dann hingetan? Hast du sie wieder dahin gehangen? Das wäre jetzt ja scary, Alter. Warte. Ich kann nicht warten, ich muss spielen. Spiel, ich guck ja. Mal. Nee, du erschreckst mich. Ich schwöre, ich kann nichts für nichts garantieren. Hä? Jetzt einmal kommt. Begleitet mich jetzt. Nee. Kann es sein, dass deine Eltern die mitgenommen haben? Für kranke Sachen missbrauchen? Ich hab keine Ahnung, ich muss auch schon mitmachen. Junge, was meinst du, wie es mir geht? Wenn hier ein Schock passiert, ne, dann will ich mir eine neue Hose anziehen, eine neue Buchse, ey. Ich hab sie gefunden. Die ist hinter den Drucker gerutscht. Oh. Nee, wir sind ja nicht so, ne. Wir sind ja voll unpolitisch. Genau. Scheiß auf die GEMA. Scheiß auf die GEMA. So, ohne Witz. Ich bin ja für, ich möchte auch nicht, dass jemand unsere Videos hier kopiert, ne, und damit Reibach macht. Als ob. Nicht so schnell, Junge. Du weißt ganz genau, wie hardcore das irgendwie eingestellt ist. Bei dir war es so hardcore eingestellt. Bei mir irgendwie voll chillig im Moment, ey. Bisher kam nur die Grinsekatze. Aber nein. Warum habe ich das jetzt gesagt? Jetzt passiert irgendwas Schlimmes gleich. Cheers und so. Ja, cheers. Also, ich denke, musst du auch aufs Klo? Ja. Das ist natürlich eine schlimm. So, jetzt bin ich ja nicht dran. Ja. Ich erlaube es dir jetzt mal ausnahmsweise. Zu nach Hause fahren. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Ich weiß. Aber warum ist das Spiel denn so gnädig zu dir? Mich hat das voll fertig gemacht. Ja, Junge, ey. Weißt du, das hat mich vorher immer die ganze Zeit geschockt. Jetzt bin ich mal dran, wo es hier so Chili Mini und so ist. Der 18. Ne? Etage habe ich schon beim zweiten Herzinfarkt interviewt. Wow! Oh. Alter. Ich ihn hasse. Jetzt brauche ich aber wirklich eine neue Buchse. Ja, mich hat er dann direkt verfolgt. Ich krieg keine Gänsehaut bei sowas, bei mir rast immer nur das Herz wie verrückt, ey. Du hast doch kaum Haare auf dem Arm. Ich bin ein Mann. Ja, ja. Genau. Ey, ich hab Bart. Drei Haare. Oh. Du wolltest dich einfach nur mit Sachen ablenken? Ach genau, was haben wir jetzt eigentlich noch alles vor? Überleg mal, was machen wir? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Spiel. Also wenn ihr vielleicht irgendwie, keine Ahnung, an alle, die sich das angucken, stellt uns doch vielleicht ein paar richtig coole Horrorspiele vor, die wir zocken könnten.
Ja, ich weiß auch nicht, ob wir irgendwas mit Story richtig, sowas halt ewig dauert, also wo ja, dabei zig hundert Parts, also sowas will ich nicht machen gerade, ein Horrorspiel auf jeden Fall. Das habe ich ja nämlich gerade eben schon mal angesprochen. Wenn ihr Horrorspiele habt, die ihr uns testen lassen wollt, wie wir uns in die Hose scheißen oder was auch immer, so ein, dann oder sind Pipi das machen. Oder Pipi machen. Oder um es mit Bruce Worten zu sagen, ich habe Kaka in der Hose. Dann macht am besten irgendwie so halt so einen, wo man halt keine Lebensanzeige hat, wo man genau weiß, du bist beim ersten Mal, bist du sofort dran. Weil die sind nicht so langlebig, die Spiele, und die kann man halt so was wie Bioshock habe ich jetzt auch keine Lust. Und Bioshock, und Silent Hill ist auch so langlebig. Weißt du, ich habe den ersten, den zweiten und den dritten gespielt. Beim vierten habe ich dann aufgehört. Das ist viel zu lange. Hast du Homecoming gespielt? Nee, das ist ja schon siehst wieder. Siehst du zu lange durch, bis du drauf gehst? Ja, ne, darfst du. Ich erlaube dir das. Wieso? Welche Etage sind wir denn? 24. Ich will nicht nochmal. Jetzt mal ganz im Ernst, ich will nicht nochmal. Wieso das denn? Weil das Spiel mich hasst. Weil das Spiel mich hasst. So, es war zu lange auf meinem PC und wurde nicht benutzt. Oh, vielleicht liegt's auch daran. Nein, glaube ich nicht, dass dein im Hintergrund downloadet das. Nee, und das merkt sich, wie oft du das spielst. Desto öfter du das spielst, desto harmloser wird's. Das glaube ich aber auch nicht. Was schlimm ist, wenn du es halt lange nicht gespielt hast und dann bummst es sich richtig. Ja, so wie jetzt, ne? Boah, das wird alles so schlimm. Also, so auf jeden Fall so Spiele, die nicht ganz so langlebig sind, ne? Also so, wo man nicht so wirklich zwischenspeichern muss und also wir haben so Amnesia ist, denke ich mal, schon. Amnesia ist das längste, das, was wir haben jetzt auf jeden Fall. Ja, für Horrorspiele ist das wirklich. Ich habe ja die Wiggles jetzt. Das ist ja kein Horrorspiel, okay. Ich meine jetzt so vom reinen Horrorspiel her ist Amnesia wirklich schon echt langlebig, weil ist auch schon hart an der Grenze zu Let's Playen, finde ich. Ja, klar. Das kannst du eigentlich gleichsetzen, so wie Bioshock oder irgendwie sowas. Aber während, ich weiß gar nicht, wie viele Parts. Ich habe auch noch nie geguckt bei anderen Let's Playern jetzt, eigentlich wie viele Parts die haben. Eigentlich finde ich ja, ist Bioshock ja mehr oder minder gesehen ja ein Ego-Shooter-Spiel. Ja, ist es ja auch. Ja, so ein Horror-Ego. Ja, dann. Hast du auch die Doom-Reihe, ne? Nein, habe ich nicht. Nee, hab ich nicht. Aber mein Bruder. Nein. Ja, aber Doom dauert. Ja gut, wenn du schnell bist, dann kannst du Doom auch relativ zügig durchspielen. Das ist so. Das ist ja das Tolle, Leute, die anfangen Let's Plays zu machen. Die denken sich so, ey geil, ne, ich zock eh gerne. Die wissen gar nicht, was das überhaupt für eine heidene Arbeit ist. Nein, wir machen jetzt mal so eine Aufklärsendung jetzt im Rest, bis du halt drauf gehst. Klär ich die Leute mal auf, dass der Peppo hier seinen Spielspaß hat und ich die ganze Arbeit hinterher habe. Die ganzen Spiele, das alle zusammenschneiden und alles rendern. Ich habe mindestens 5 Millionen Euro schon ausgegeben an Stromkosten. Hallo? Wow, dreh um. Ne? Ich warte eben. Jetzt kommt er vom Border. Boom, schade tot. Nee, also man darf das. Den zeitlichen Aufwand, den man hat, darf man nicht unterschätzen, weil zum Beispiel, wir nehmen jetzt ja zum Beispiel jetzt gerade eine Webcam auf, also das kann ich jetzt dazwischen hauen, finde ich schon, ist okay. Ja, und hast halt die mit eurem Programm, teilweise kosten die halt Geld, die X-Story, was ist Geld? Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich dafür Geld ausgegeben habe. Da oben in der Ecke. Ja, das sind die Bugs halt in dem Spiel. Okay, das wird jetzt natürlich. 34, das geht noch. Ja, finde ich auch. Hallo, dieses Mal mache ich nicht denselben Fehler. Geh nicht so nah ran. Eben wollte ich ja. Also ist ja der Eingang irgendwie. Ja, wobei bei dem Programm. Der zeitliche, oh ja, der Programm. Sicher, ihr könnt mit Windows Movie Maker, sag ich jetzt mal, arbeiten. Ah, wird schon wieder fast. Wow. Was ist jetzt? Ah, genau die Stelle. Komm nee. Doch, das ist die Stelle. Komm doch. Tschüssi. Dieses Mal kriegst du mich nicht damit. Ah. 36. Das war cool. Ja, eigentlich schon, ne? Aktion war das. Früh. Ja, irgendwie schon. Genau, zeitlicher Aufwand. Das
Als Hobby nebenbei ist es okay. Kann man das machen. Da dürft ihr euch natürlich nicht erwarten, wie große Let's Player, sagen wir große Let's Player, auch wir als, ich hoffe, noch kleine Let's Player, also mir geht's auch gar nicht so sehr jetzt darum, berühmt damit zu werden. Es macht Spaß und ich freue mich halt über jeden Klick, der da ist. Und über jedes positives Ding, dass ich halt was, dass das gut ist, was wir tun. Aber ihr müsst überlegen, das ist zeitlich schon ordentlich übelst hart. Also je nachdem, wie schnell noch euer PC ist und was ihr für eine was ihr für eine Internetleitung habt, da müsst ihr euch schon im Klaren sein. Wenn ihr mit einer 6000er Leitung ankommt, dauert so ein 20 Minuten Let's Play, kann das schon mal ein paar Stunden dauern. Ich geh erstmal nach vorne. Ha, gut, dass ich nach vorne gegangen bin. Aber jetzt sieht man den, guck mal, der hat genau diese Fratze wie diese komische Katze. Ja, kann das schon mal ein paar Stunden dauern, bis es hochgeladen ist. Ja, also... Das kann schon Zeit dauern. Rendern, da müsst... Wenn ihr jetzt sowas mit Facecam machen müsst, das geht nicht mehr nur das Movie Maker. Also ich weiß nicht, wie es geht, weil ihr müsst halt die Facecam-Aufnahme gleichsetzen dann damit. Und wenn ihr dann, wie wir hier über ein Headset das machen, das liegt ja auf dem Tisch, damit ihr uns beide einigermaßen hört. Für ein Standmikrofon hatten wir leider kein Geld. Nee, die Webcam hat schon 40 Euro gekostet. So eine Webcam, eine vernünftige Webcam kriegt ihr ab, also kriegt Webcams für 5 Euro. Aber, da muss ja schon vernünftig sein. Die soll ja schon, also die hat jetzt 40 Euro gekostet, von welcher Marke ist ja auch erstmal egal. Oh, das ist da links. Hallo! Hallo! Hallo, Gittekatte! Also da ist ein minimaler finanziell, außer ihr kauft euch natürlich richtige Videoschnittprogramme, wie wir jetzt haben, das ist, wie heißt das? Adobe? Von Adobe ist das, genau, das kostet Schweinegeld. Das ist auch richtig gut. Zum Beispiel, es gibt noch andere große Programme. Also ist das mit den Sackgassen wieder? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt wirklich was dann passiert in den Sackgassen. Das weiß ich auch noch nicht. Deswegen war ich ja vorsichtig. Es gibt sehr gute Programme, es gibt einigermaßen gute Freeware-Programme noch, aber wie gesagt, wenn ihr Facecam-Aufnahmen mit Qualität haben wollt, das richtig machen, also was heißt richtig machen wollt, sondern dementsprechend müsst ihr auch leider Geld investieren. Mit YouTube Geld zu verdienen, also wir tun zum Beispiel jetzt nicht, also bisher kann ich jetzt sagen. Wir versuchen es. Wir hoffen, dass wir uns da ein kleines Taschengeld jemand mit vielleicht dann nebenher verdienen können. Halt. Also ein Hobby soll ja ein bisschen. Ist halt so, wie man halt Fußball spielt. Es ist quasi einfach so gesehen, wenn wir damit Geld verdienen sollten, dann ist es halt einfach eine nette Sache. Ansonsten machen wir das eigentlich nur aus reinem Spaß. Aber ne, die Leute denken sich ja so wie, jetzt haben wir mal Sarah Zagronk, die jetzt auch im Fernsehen offiziell. Alter. Die man jetzt sogar schon im Fernsehen sieht, mit denen auch klein angefangen, wie jeder das hat. Da steht gar nichts drauf. Ja, super! So eine, auch alle klein angefangen. Und wo war ich denn jetzt gerade? Geld investieren. Wegen ach, Geld, YouTube. Wegen Geld. Geld, ja, ja, klar. Also mal ganz im Ernst, also so meine ich es im Kopf zu haben, wo man kriegt, jetzt passt ganz genau auf, wir sind schon mal Etage. Das kannst du ja nicht genau sagen, ey. Da, stopp. Oh, gut. Ich glaube, man kriegt einen halben Cent pro Klick. Natürlich Leute, die Millionen Klicks haben, da rentiert sich das schon, die machen so ein paar tausend. Also, wenn das jetzt so stimmt, wie ich das, ich weiß es nur nicht genau, rentiert sich das natürlich schon. Aber das sind die Leute, die stellen jeden Tag Sachen online. Die geben dann, das ist dann wie Vollzeitarbeit. Wenn ihr darauf hinaus wollt, kündigt euren Job und zockt einfach nur nicht. Müsst ihr halt euren normalen Job, den ihr machen wollt, Ausbildung und so weiter, müsstet ihr dann, sobald ihr natürlich Erfolg habt, könnt ihr das machen. Ja, klar. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich kündige jetzt Let's Play Star. Das ist ja schon ziemlich schlecht. Ja, oder du stellst halt irgendwas wirklich Dummes rein, wo wirklich jeder draufklickt. Weil solche Sachen gibt's ja natürlich auch, ne? Ja, aber du musst ja für YouTube, du musst mindestens, glaube ich, 2-3 Videos in der Woche hochstellen. Das gehört da mit zu. Also du hast die... Boah, das hatten wir auch schon mal. Du hast die Pflicht, hochzuladen, sozusagen in dem Vertrag. Dadurch garantieren die, dass sie deine Videos vermarkten, verteilen so ein bisschen.
Also, dass du mehr Klicks kriegst und die kriegen natürlich durch ihre Werbeeinnahmen mehr Kohle. Also, das ist nie, die schenken niemandem was. Und natürlich, ihr müsst das alles versteuern. Also, kriegt YouTube dadurch Geld, wenn du einfach nur auf irgendwelche Videos, also wenn du Videos so. Das sind ja Werbung am Anfang. Ja, ja, klar. So, und dadurch kriegen die Kohle. Davon kriegt YouTube richtig Geld, zum Beispiel. Oder auch mein Video, ist ja egal, welche Plattform du halt nutzt. Und davon kriegst du halt Kohle ab. Du bist sozusagen, weil du Werbung zulässt, kriegst du Kohle. Und desto mehr Leute klicken, desto mehr Leute sehen das, desto mehr Leute sehen die Werbung, ja, und desto mehr ist die Gruppe ja erreicht. Ja, aber du kannst ja die Werbung skippen. Also erzählt das einfach nur, ja, okay, ich habe die Werbung kurz gesehen, ich weiß, dass es um Google geht. Ja, mittlerweile, die können ja nicht zwingen, da eine halbe Minute Werbung zu gucken für 10 Minuten. Ja, für ein 10-Minuten-Video, ja klar. Ja, ja, du kannst überspringen, musst dir jetzt aber halt so und so lange reinziehen. Trotzdem kriegt der YouTube-Google gehört ja zusammen. Dass sie für sich Werbung machen, ist ja egal. Auf jeden Fall kriegst du Werbung dafür, dass du Werbung schaltest auf deinen Videos sozusagen. Kann man auch so machen, kann man auch sein lassen, wie man halt möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich das angemacht habe. Ich habe auch noch nie, also ich kenne nur meine eigenen Videos, also was heißt meine eigenen, ich habe noch niemanden, ich weiß es gar nicht, ob man bei mir Werbung hat. Nee, ich habe, also immer wenn ich dich angeklickt habe, dann war da keine Werbung. Ja, siehst du mal, dann, wir sind toll, wir haben keine Werbung. Ja, aber, wer weiß, vielleicht fragt dich ja YouTube irgendwann, wenn wir vielleicht, wenn wir jetzt die Tausender-Marke geknackt haben, dazu wollte ich übrigens auch noch was sagen, wenn wir die Tausender-Marke geknackt haben, sollen wir dann noch einen spezielles Let's Play irgendwie machen oder Video oder sonst was. So, ja, ich habe mir auch schon überlegt. Also so ein Dank quasi, eine Dankesrede halten. Ja, wir könnten so eine Kleinigkeit, denke ich mal, machen. Wenn wir die, ja, wir haben ja, also danke schon mal an alle, die geguckt haben, weil wir haben ja schon 700, über 700 Klicks. Es ist im Vergleich zu den Großen natürlich sehr wenig. Es ist wenig, aber immerhin. Nein, wir fangen ja an. Wir haben jetzt 10 Abonnenten. Ja, du. Du hast also 10 Abonnenten. Ja, doch, das zählt ja zusammen. Plus meine 4 sind 14. Ja, wir machen das ja hier zusammen. Das läuft halt alles immer mein Channel sozusagen. Hauptsächlich alles. Der Pepper hat auch seinen eigenen, ist bei mir auch im Kanal verlinkt natürlich. Hat noch keine Videos hochgestellt, weil wir das ja alles hier machen. Ja. Und ich habe keinen Bock nach Karben zu fahren. Das jeder, wo du wohnst. Junge. Du wohnst in Dortmund. Ja, das weiß jeder. Mendinghausen. Das kennt niemand. Das kennt niemand. Zu weit fahren sind sie schon im Witten. Hier stehe ich auch nur 3 Häuser. Und jetzt mal ohne Witz, ich meine nicht zu weit im Sinne von 10 Kilometer, ich meine zu weit von ein paar hundert Meter. Nee, schon sind sie erst im anderen Ortsteil und dann sind sie in Witten. Meinst du, wir sollen die eine Geschichte losreißen? Ich habe noch viel anderes. Ist das auf dem Friedhof? Nein, das sind die erzählen. Ah, doch. Na, ich habe erst noch eine andere, bevor ich die vergesse. Ich wollte eigentlich keine sexistischen, rassistischen oder ähnlichen Witze machen, weil das gehört sich einfach nicht. Aber Frauen und Navigationsgeräte. Eine Frau wohnhaft in Belgien wollte ihren Bruder oder ihren Onkel, ich weiß es nicht mehr genau, besuchen. Er wohnt um die 60 Kilometer weit weg, Luftlinie. Das heißt, mit dem Auto ein bisschen mehr, so also knappe 70 Kilometer haben wir da auch mit dem Auto. Kann ja sein, ne? Wenn die Verbindung halt nicht so toll ist. So. Die hat das eingegeben und hat die Postleitzahl verkackt. Oder sowas in die Richtung. Das kenne ich überher. Und ist aus Versehen bis nach Bulgarien. Oder Tschechien oder Bulgarien. Darunter geirrt. 1000 noch was Kilometer ist die gefahren, bis sie gecheckt hat, dass sie falsch ist. Jetzt war jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß nicht, ich hab wohl nicht gesehen, wie alt die Frau war, aber die muss ja mindestens, ich rechne mal mit meinem Auto, 1000 noch was Kilometer, das sind mindestens 2 Tankladungen. Mindestens, wenn nicht sogar 3, um die Strecke überhaupt zu schaffen. Du bist da. Wie kann ich denn zu meinem Onkel fahren, der 60 Kilometer weit weg wohnt, dreimal tanken? Es geht gar nicht, ey. Ich hoffe einfach, es war eine Ente. Ja, ist so. Ich gehe von aus, es war eine Ente, aber der wäre echt hart. Also bei uns ist ja mal einer von der Arbeit aus der Seelenstadt nach Frankfurt am Main, nach Frankfurt an die Oder gefahren. Das fand ich schon dumm.
Willst du jetzt das mit dem ja, Friedhof wir haben letzte Wochenende, wo wir halt Aufnahmen hatten, haben uns gedacht, nachdem wir unsere Amnesia und die Horror-Games halt gegeben haben, wir sind geil, wir sind mutig, wir haben hier um die Ecke einen größeren Friedhof. Wir dachten, na, da gehen wir mal rüber, ne, wir sind halt echte Kerle. Und da musste der Peppo halt auf Toilette. So, das Tolle ist, da ist ja dieses große Bestattungshaus und da ist eine öffentliche Toilette. Die ist sozusagen für alle Obdachlosen, die jetzt plötzlich einen YouTube-Account haben oder YouTube gucken können, weil sie halt einen Euro übrig haben fürs Internetcafé. Fürs Internetcafé, ne? Da kann man knacken. Da kann man knacken, da kann man pinkeln gehen, da sind die Toiletten sind immer offen. Beheizt, immer beheizt vor allem. Ah, das ist Don't Get Me Monster. Knacken oder ne, egal was man da halt dann tut, die sind immer offen, die sind immer beheizt und es gibt Licht. Wo, in welche Richtung? Ah ja, nach hinten. Das ist dann schon irgendwann fies, ey, weißt du? Du weißt gar nicht mehr, in welche Richtung du gehen musst. Nee, ist ja das Problem. Okay. Das irgendwie. Bisschen was trinken. Bisschen Blutsa. Erzähl ruhig weiter. Und auf jeden Fall musste halt der Pepper auf Toilette. Und ich sagte ihm, nee, das ist voll unheimlich, weil ist dunkel, weil man muss die Tür erst so nach innen öffnen, um dann so an den Lichtschalter zu kommen, ne? Und das ist übelst hart, ey. Und das ist stockfinster da drin. Und er geht da hin und erste Schritt dahin, da war was. Ne? Ja, hier, scheiße, war da was, ne? Ja, was ist? Wir gehen da hin. Boah, machen die Tür auf, wollen das Licht anmachen. Und da kommt da so eine Stimme raus. Wir hätten ihn nicht ausgemacht. Scheiße. Boah, wir haben so erschrocken. Ne? Weil das war, also nach unserer Theorie, wir wissen es nicht. Also er meinte, er wollte da kacken gehen. Und irgendwer hätte das Licht vor 2 Minuten ausgemacht. Das macht mir das natürlich heißt, Mut. Das heißt, es müsste jemand natürlich dann vor uns schon da gewesen sein. Ne? Und das 2 Minuten, okay, es war dunkel. Wir hätten ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, ja gut, aber es war eigentlich hell, ne? Also, aber wir hätten ihn auf jeden Fall da irgendwo sehen müssen, rein natürlich, je nachdem, wo er lang gegangen ist. Natürlich. Ja. Ja, wir gehen jetzt von aus, das war ein Obdachloser, der da halt gepennt hat auf der Toilette. Aber stellt euch den Schock doch mal vor. Ich bin 2 Meter zurückgesprungen in ein Gebüsch rein. Ich wusste selber nicht mehr, dass ich so weit springen kann. Ich wusste gar nicht, dass ein Mensch überhaupt 2 Meter so aus dem Stand hatte. Ja. Überhaupt springen kann. Der Peppo zieht das ja eiskalt durch. Den verarscht das Spiel zwar nicht so schlimm wie mich, aber er zieht es eiskalt durch. Neil war auch hart. Das war echt hart. Neil hatten wir, was hatten wir mal? Stop. Neil hatten. Und ja. Und das N. Stimmt. Ich dachte, das wird die längste SCP-Folge. Ja, okay, ist auch sozusagen eine Doppelfolge. Ja, klar. Kann ich schützen bei den Spielen? Kommt ja kaum was dieses Mal. Zum Abschied sag ich leise Scheiße. Und zum Abschied sag ich leise Scheiße. Das hat doch der bei Dings gesagt. Schönes Manitou war das, glaube ich. Nein, nicht bei Schönes Manitou. Traumschiff. Ach, da war das? Ja, der eine Typ, der da Vader sein sollte. Ach, ja. Der Grieche. Warte, wie war das nochmal? Es kam einmal ein Schüler zu mir, ohne Strumpf und ohne Schuhe. Jens, mein Schüler, das war's. Boah. Die werden auch immer fies. Genau. In der Sackgasse. In der Sackgasse, wie fies. Eine Hommage. Eine Hommage, genau. Eine Hommage. Glaubst du, wenn er sich das Video anguckt, dass er das erkennt? Ja, ich glaube schon. Das ist natürlich fast einzigartig, möchte ich behaupten. Ist so. Ist hier was drin? Jetzt kommt so eine Kralle daraus. Boah, ich will so sterben. Ah! What the fuck? Schon mal ein Herzinfarkt. Ja, so also spontan halt. Ich warte eigentlich nur, dass mein Handy sich wieder meldet und wir dadurch einen Herzinfarkt kriegen. Bei meinem Handy. Hallo. Steht schon wieder drin. Du hast auch nichts zu tun, ne? Penner. Du Penner. Ey, ja. Das erklärt einiges, das Spiel, weißt du? Du bist...
Weißt du, das ist so wie in Frankreich, so eine Penner-Unterkunft, ne? Tolle Penner-Unterkunft. Und jetzt im Ernst, was gibt's in Deutschland auch nur so nebenbei? Nein. In Deutschland ist es ja ein bisschen humaner mit Betten und so, ne? In Frankreich liegen die ja alle übereinander. Da war's. Ja, nochmal. Ich bin zu denn. Dämon, Dämon. Du weißt ja nicht, ob es ein Dämon ist, in dem Sinne. Ne? Ich gehe von aus. Sieht so aus, ne? Okay, wir haben alle aufgeklärt, was Let's Plays angeht. Finde ich auch gut, so in der letzten SCP-Folge. Ja. Weil auch diese die ganzen, desto kürzer eure Folgen sind, desto weniger Arbeit habt ihr im Nachhinein natürlich, aber desto weniger schafft ihr in einem Spiel auch. Was zum Beispiel bei Endless-Spielen wie Minecraft oder Wiggles, aber Wiggles ist nicht endlos. Ja, du kannst aber bei Minecraft kannst ja auch sagen, okay, ich fange das Spiel an und konzentriere mich straight darauf, den Enderdrachen zu töten. Ja, das hat ja zum Beispiel... Das ist ja durchgespielt. Ja, das haben sie auch eingebaut gehabt. Aber eigentlich könntest du es auch endlos lange spielen. Ja klar, weil wenn du niemals den Drachen findest, ne? Hallo. Wenn du niemals den Drachen findest, dann, ja, aber das dauert ja auch seine Zeit, bis du mal so ein Enderauge gefunden hast. Und dann ja, ja, das weiter, dauert schon ein paar hundert Folgen, bis du überhaupt so weit wärst. Ja, ja, klar. Ja, man muss es ja nicht so bei 3000 Folgen machen oder so. Aber das ist ja das Spiel, was du alles halt schaffen kannst. Man kann da schon einiges aufbauen. Ja, unser Turm. Ja, aber wenn ich mir so Let's Plays angucke von anderen Leuten, weil man macht das nicht, man spickt, ja okay, vielleicht schon teilweise, wenn halt jemand eine gute Idee hat, kupfert es aber auf keinen Fall ab, weil das ist unfair irgendwo, das ist sozusagen Ideenklau, und da, oh, selbst die Piratenpartei ist dagegen. Selbst die Piratenpartei ist dagegen. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch so ein bisschen vorhersehen, weil das kommt, wenn der von hinten kommt, dann bist du schon in der Mitte des Raums. Wenn er von vorne kommt, bist du gerade erst am Anfang. Stimmt, die Treppe ist immer relativ nah dann, wenn das passiert. Alter, ich muss so pinkeln. Ich kenne das. Aber ich könnte jetzt einfach gehen. Boom, schade, tot. Wie bist du gestorben? Ich muss pinkeln. Nee, du ganz allein hast die 100. Okay, mit meinen, wie viele Etagen habe ich geschafft? Keine 30, sagen wir 27, 25? Ja, ich bin jetzt bei 87. 89 schon. 89. Haben wir die 100 her sozusagen schon geknackt? Ich würde sagen, ja, so an sich haben wir die 100 schon geknackt. Ich glaube, wir zocken das jetzt echt durch, mal ganz im Ernst. 90, noch 10 Etagen, das packe ich. Jetzt mal ganz im Ernst. Wir machen jetzt soweit wir können, ne? Ist aber echt soweit wir können. Aversiertes, also anvisiertes Ziel war ja ursprünglich 100. 100, ja, genau. Das so, hab aber ich wenn ja. Wir, desto weiter wir kommen, desto besser sind wir. Ja, klar. Desto länger wir zwar auf die Folgen, desto länger muss ich wieder arbeiten, aber das ist ja egal. Weil das ist ja der Sinn der Sache. Du erfreust dich an der, das ist sozusagen Kunst, was wir machen. Oh. Das ist aber ziemlich weit hochgegriffen. Ja, nee. Ja, okay, das ist jetzt nicht die hohe Kunst oder so. Also, es gibt Leute, die machen schon andere Videos und da ist das Video wirklich Kunst. Ja. Aber ich glaube, das ist schon eine Kunstform, eine Medienkultur. Das geht ganz genau auf. Wäre schade, wenn wir jetzt die 100 verkacken würden, deswegen. Ja. Die 100 würde ich auf jeden Fall noch schaffen. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Kunstform, eine Medienkunstform, glaube ich. Ich glaube, das zählt als sowas. Ja. Das ist schon immer da. Boah, ich weiß es gerade nicht. Aber das ist da rechts auch. Am Rand. Ist das jetzt irgendwie ein Spiel? Ich hoffe, das ist das Spiel. Ich hoffe, das frackt deinen Bildschirm nicht, ey. Wenn das mein HD-Bildschirm killt, ne, dann weiß ich nicht, was Skyrim machen sollte. Skyrim Let's Play, das wäre doch mal eine Herausforderung. Wie lange willst du denn noch zocken, Alter? Oh, zurück. Oh. Ja, ja, ja.
kommt er nochmal? Legst du hier auf, fuck, oh fuck, und denkst ja. Die Tür ist aufgegangen. 95, doch 5 Etagen, Leute. Weißt du, das Einzige, was ihn fertig machen könnte, ist entweder was, was wir noch nicht kennen. Oder halt, wenn wir zu weit gehen. Zu weit? Ja, an dem Abgrund. Ah, ja, stimmt, ja. 96. Oh, das Spiel hat das gut mit mir. Schenkt dir mal wieder. Weißt du, bei, weißt du, mir schenkt das, also mir gibt das Spiel wenigstens Vaseline, ne? Und mir nimmt's Anlauf. Alle 12-Jährigen haben es nicht verstanden. So ab 14 könnte ich schon, doch. Hast du das mit, hättest du das mit 14 schon kapiert? Nein, unsere, wir sind auch anders. Ja, ja, stimmt, bei uns wurde sowas hart in der Schule schon rumerzählt. Nein. In unserer Zeit, ja, sicher. Das ist auch auf der Schule. Ach ja, das Thema hatten wir ja schon. Das Thema hatten wir schon. Und auf meiner Schule wurde sowas rumerzählt. 98. Jawohl. Oh Gott, bitte komm, ich will die 100 machen. Timmy! Timmy! Nein, das war ohne Spaß. Timmy mit Anlauf! Timmy mit Anlauf! Oh nein, ich wollte mich nicht. Oh nein! Was war das denn? Was kommt da? Das müssen wir gleich uns nochmal angucken. 99, eine Etage noch, die schaffe ich. Punkto-Schade. Sind Sie wie in einem Video von. Etage 100. Das ist ein High-Five-Wert. Muss ich das jetzt auch mit links machen? Du machst das ja mit. Voll schlechtes High-Five. Ist egal. Wir sind jetzt Etage 100, das freut mich sehr. Danach ist Ende offen, ne? Also wenn ich jetzt sterben sollte, ich sterbe mit dem Gefühl, dass ich es bis Etage 100 geschafft habe. Aber nur deswegen. Aber nur deswegen, ja genau. 101. Wegen meinem kleinen treuen Helfer. Vielen Dank an ihn, ne? Mein kleiner Cooper. Und unser guter Freund Jim. Ja, ja. Gott hab ihn selig und so. Ich hab mir mal so überlegt, wenn ich Kinder kriege und es sollten zufälligerweise Drillinge werden, nenne ich sie Jim, Jack und Johnny. Eigentlich cool, oder? Ich wette, du nennst die nicht so. Bist du dir sicher? Nein, nicht, dass du die so nicht nennen würdest, aber wenn du dann eine Frau hast, die findet das bestimmt nicht so cool. Alle 12-Jährigen haben das jetzt auch nicht verstanden. Wie wollen wir unsere Kinder nennen? Wie wär's mit Jim, Jeff und Johnny? Klingt cool. Super. Die 3J, ja, das wäre schon cool. Kannst du auch dir immer ein T-Shirt schenken mit J drauf. Funktioniert immer. Was wie Tick, Trick und Track. Papa, warum schenkst du mir ein Jim Beam T-Shirt? Das hat keinen höheren Sinn, mein Sohn. No. Ha! Guck mal, jetzt willst du mich fertig machen. No. Aber nicht mit mir, Kollege. Genau, erst wenn Neil da steht, ist es scheiße. Oder Stop. Stop war auch nicht so gut. Dann bummst du es aber richtig. Haha, 105. Da hat dir dein No gar nichts gebracht. No, 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 no. Dieser Analphabet. So ein kleiner Wortwitz. Immer wieder gut. Ja, das... Asperger-Syndrom, ne? Ja, das finde ich auch schade, dass bei Comic-Serien halt teilweise oder bei generell englischen, amerikanischen Serien, da oben war sie gerade, ne? Da oben. leider an Humor verloren geht. Weil wir auf Deutsch übersetzen müssen, mehr oder weniger. Es gibt eine Folge von einer Sendung, die Helden hat. Ein paar kleine Kinder. Vier Helden. Vier Helden, wovon einer jede Folge stirbt. Boah, wer das wohl ist. Wir wollen ja nichts verraten. Wir wollen nichts verraten. Es geht um, auf Deutsch, die Krankheit heißt halt Asperger. Kann man mit SZ, glaube ich, aber mit Doppel-S halt. Und auf also Englisch, heißt es dann Asperger. Und das heißt so viel wie Arschburger. So. Und die machen sich halt in der Sendung über Arschburger lustig. Und das kommt halt im, wow. Das ist aber jetzt mal echt nah dran, ne? Boah, vielleicht darfst du da gar nicht reingucken. Ach du mal, das guckt mich an. Das verfolgt dich auch mit seinem Blick. Du kriegst mich sowieso nicht. Hier ist eine dicke, fette Wand zwischen. Und tschüss. Ja, aber vielleicht, jetzt mal ganz im Ernst, darfst du da irgendwann nicht mehr reingucken. Was ich fänd's cool. 110. Komm, eine Etage noch, dann haben wir 111. Voll die geile Schnapszahl.
Ratzeburg ist wesentlich cooler. Das ist Geschenke gekriegt, hast du nicht selber gekauft. 111, Schnapszahl, High Elf und so. High Elf. Level up! Gib mir mal ein High Elf, ey. Das will ich mal sehen. Das war ein High Six, aber egal. High Six? Aber du hast es nicht gemerkt. High Elf wäre dann ja so. 1 und 1. Vielleicht brauchst du einfach einen Finger mehr. Ja, super. Kugelschreiber. Das ist eine fremde Erfindung, ne? 112. 112, jetzt müsste es eigentlich ruhig werden. Ja, wegen Rettung und Krank. Ich bin ein bisschen laut immer. Wenn ich auf der Straße bin, 112, wird die morgen rufen, ist laut. 113. In die Rauchzähne. Hilfe. 112 in die Rauchzähne. Boah, es gibt irgendwie jetzt momentan leider keine Herausforderung mehr in dem Spiel. Nee, nicht wirklich. Aber mich würde mir interessieren, ob es wirklich näher kommt. Wenn man ja, ist es jetzt. Es war auf jeden Fall näher als vorher. Deswegen, das Geheimnis müssen wir noch lüften in dem Spiel. Was könnte uns noch erwarten? Kommt doch von hinten. Wow. Hallo. Ich muss sowieso warten, bis er auf den bestimmten Schalter drückt. Das aktiviert. So ein blöder 16. Sack. Der Schlank kann man wieder. Also es atmet wieder. Aber er ist nicht hier. Baba! Nee. Der Trick funktioniert nicht. 7. Nee. Fragezeichen. Das soll ein Fragezeichen sein? Ja. Ja, was sollen wir das denn jetzt sagen? Hä, wo bin ich? Wo bin ich hier? GPS funktioniert nicht. Kein Handy empfangen. Wir wissen mittlerweile, dass der Typ, der hier rumrennt, der hat mittlerweile auch mehr Mut gefasst, ne? 118. Ah, jetzt sind aber teilweise, ach so, das ist immer vor den. Die Sackgassen machen nur noch psychisch so ein bisschen fertig, aber so. Ja. Das kommt wegen Slenderman. Scheiße, Sackgasse, ich komm nicht mehr weiter. Aber du weißt ja, bei Hound, ne, sind wir den ganzen Weg runtergerannt und wieder hochgerannt. Ich möchte die Sterne oben. Ja, man ist so aufs Klo. Ich gehe jetzt. Nein, ich steige. Ich hab so. Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist schlimmer als das Spiel. Ja, ist so, ey. Oh. 120. Ja, das ist ja schön. Oh, nee, kommt doch von hinten. Bitte kommt von hinten. Nein, kommt doch nicht. So eine Scheiße. Irgendwas muss das Spiel noch auf der Pfanne haben. Nein, das hat nichts mehr anderes auf der Pfanne. Ich glaube, das hat alles bis jetzt rausgehauen, was geht. Das finde ich immer traurig. Weil du siehst ja in dem Let's Play, dass es uns da an der Stelle erwischt hat, als er von hinten kam. Ja, yeah, weil wir das halt noch nicht kannten. Ich wüsste, wie wir den besiegen können. Jetzt wissen wir es und jetzt können wir ihn besiegen. Jetzt können wir das Spiel endlos weiter. Einzeln. Ja. Du siehst doch, ich bin Etage 121. 122. 122. Und wenn ich das so weiterspiele, in dem Tempo und in diesem Verhältnis quasi, dass ich immer mich vorantaste, dann immer wieder zurückgehe und so. 123, 1, 2, 3. Dann. Das war auch die höchste Leistung meines Lebens. Yeah. Das Spiel nicht über 1000 geht, aber 20. Peppo Win. 224. Das soll jetzt hier ein Ende geben. Selbst wenn man in eine offensichtliche Falle reinrennt, ist es nicht zu Ende. Das wird eine lange Folge. Ja, ich habe gar keine Übersicht. Vor allem, ich renne gerade beim Abbruch sozusagen des ersten Parts der Folge.
waren wir bei, ich glaube, 13 Minuten. Du spielst ja locker doppelt so lange wie ich. Ja. Dreimal so lange. So, das ist schon wieder ein. Ich will mir auch eine rauchen und ich muss aufs Klo. Verdammt! Oh, jetzt will ich mir nur noch eine rauchen. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Stuhl, muss ich sagen. Ein Paket. Ich hatte früher in mein Zimmer auch. Ich hatte früher in mein Zimmer auch mal Paket, als ich nach oben gewohnt habe. Jetzt seitdem ich in dem Keller wohne, habe ich geschmissen. Das hat Limonen. Das soll jetzt Limonen. Das ist Limonen. Nein. Woher soll ich das kennen? Ah ja, Licht an, Licht aus. Fertig. Dankeschön. Scheiße, der Typ hat nächstes Mal kommt. Ich schwöre, ich renne in den Tod rein. Der Drang aufs Klo zu gehen ist höher als das Spiel zu spielen. Nein. Doch. Du bist ein Zocker, du musst das spielen. Okay, dann lass ich einfach laufen. Ich schwöre dir. So. Ja, von hinten? Hä? Nee. Hä? Ist jetzt einfach nur das Licht ausgegangen? Kann der jetzt gerade nochmal oder ist einfach nur das Licht ausgegangen? Ist mir egal, wir haben sowieso schon überzogen. Alles für die Fans, ne? Ist so, Alter. Ich hoffe, ihr habt unsere verkackte Facecam-Aufnahme auch gesehen. Das ist so nett. Das ist das Beste überhaupt. Das ist die coolste überhaupt, ey. Schade, dass da das Spiel wirklich nicht aufgenommen ist. Wie wir uns gefreut haben, dass wir den Typen besiegt haben an der Stelle, ne? Ja, das war auch echt episch. Team war jetzt episch, 29. Jetzt wird es natürlich langsam kritisch, das schauen wir locker. Ah, du hast auch so einen Lack, ne? Weißt du, ich bin in Level 26 und ich sehe die Kante Buffer verloren. Irgendwie haben wir das hier echt nicht so. Wir sind Zirkel bei dem Weg auf dem Spiel. Vielleicht einen Zirk. Ja, das ist das ein anderes Spiel. Boah, jemand ist da ein Schock, ne? Und ich schwöre es dir. Das ist ein Herzinfarkt. Nee, ich kriege dann erstmal eine neue Buchse. Nee, ich wisch das alles auf. Warum erwische ich auch immer den richtigen Gang? Der Bandido war schon übelst lang nicht da. Ey, jetzt muss ich auch eine Zigarette an, ey. Darf der bloß nicht kommen, ey. Immer wieder diese Hommage an einen großen Spieler. Und das machen wir ja auch während der Arbeitszeit. Ihr müsst euch vorstellen, wir müssen eigentlich arbeiten, aber wir telefonieren stundenlang miteinander. Oder ein Headset haben. Ja. Obwohl, wir haben ja auch die Zeit quasi so gesehen, ne? Ja, dafür. Für die Arbeit haben wir die Zeit dafür. Ja, deswegen. Oh, das ist Licht an, Licht aus, ja. Also ich verstehe jetzt schon, warum Leute jetzt ausschalten würden. Das passiert gar nicht. Ja, ist so, ey. Ihr erschreckt euch ja gar nicht. Also danke schon mal, wenn ihr euch das bis zum Ende reinzieht, ey. Das ist dann schon echt heavy, ey. Dann seid ihr echte Fans. Dann seid ihr echte Fans, genau. Ich frage mich wohl, wie viele Klicks dieses Video haben wird. Was war jetzt? Kommt doch von hinten, kommt doch von vorne, von hinten. Hä? In derselben Etage? Ja, ich glaube, das ist eigentlich so, wenn du dich wirklich in das Spiel reingestellt hast, dass ich das übelst fertig machen soll. Ja, ja, klar. Aber wir sind so abgewichste Player hier. Was macht das nicht fertig? Wir sind wie Terminator. Peppo zieht das eiskalt durch, ey. 135. Ah, schon 135. Ich leg mich mal ohne Pen. Ah, Alter. Noch ein neues Spiel. 136. Oh, bitte jetzt Abgrund.
Frage steht doch noch im Raum. Ja. Deine Eltern rauchen das, ne? Ja. Warum stört es die dann, wenn der Rauch von deinem Zimmer in den Flur geht? Wenn uns niemand mehr hat, wenn man. Kill dich nicht selbst, versuch es bitte wenigstens. Oh, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber ich finde es irgendwie unfair, dass Abgrund gleich verkackt ist. Wenn du zu nah dran warst. Ja, schon. Ja, jetzt steht's da wieder da hinten. Ich dachte, der steht jetzt mal davor. Mit dem Arm durch die Wand. Ich frag mich wohl, ob der nochmal auftaucht. Ja, das habe ich mir auch schon. Kommt er nochmal? Don't look at me nochmal. Weißt, wenn du den Trick das erste Mal durchschaut hast, dann bringt es ja eigentlich gar nichts, wenn er das zweite Mal kommt, obwohl der eine Trick kommt ja auch ziemlich häufig, ne? Ja. Ich mach mal Fenster auf, glaube ich. Ja. Ich glaube, sieht eigentlich gar keiner mehr. Alles zu qualmt hier. Ich muss aber weiterhin hinkommen. Aus dem Grunde, weil ich könnte ja was verpassen. Ich könnte ja was verpassen. Ich sterbe oder was? Nein, vielleicht passiert ja noch irgendwas. Was soll denn jetzt passieren? Hä? Zwei Sackgassen? Warte mal, hör auf, die Gasmaske überzuziehen. Ja, ich will ein bisschen Schwung hier reinbringen. Ein bisschen Schwung! Du hast ein bisschen so schlechte Luft drin. Benutzt du dann meinen sauberen Filter? Kannst du benutzen, wenn das Haus brennt, kannst du mit der Maske da reinrennen. Ja, aber nur damit ich dich rette. Ich wette, man hört dich jetzt gerade mal überhaupt nicht. Ich wette schon. War ziemlich schlimm. Ja, bei mir ist es mittlerweile mit der Gasmaske ein bisschen schlecht wegen dem Piercing. Peppo. Ah! Ich bin dein Vater. Das müsste ich. Nu! Der will Nu! Nu! Okay. Nu. Jeder, der den bestimmten Film gesehen hat, weiß, was Nu ist. Oder nie. Nie zu einer alten Frau zu sagen. TV. TV, yeah! Hoffentlich gibt's ein paar Fernsehen. Sieben treten fett in die Fresse hauen. Ja, hallo. Bist du schon wieder näher dran? Sieben treten in die Fresse. H. 14! Ach nee, H. H, 14, ja sicher. Hallo. Da steht ja H. Hi. 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 H, nochmal? Nee, das ist doch ein aus der Mathematik, glaube ich doch. Was? Nee. Ich glaube nicht. Ich werde es nochmal angucken, aber. H! Ich habe schon viel gruseliger. Glaube ich auch, ey. Ich glaub, den Leuten ist echt irgendwie, Wow, fast wäre ich in dich hineingerannt, Junge. Schön. Ah. Mal gucken, was als nächste Etage kommt. ST, weiß das Spiel nicht mehr, was es schreiben soll? Was bitte? What the fuck? Was bitte? Wie geil war das denn jetzt? Weißt du, ich stehe so 200 Meter noch von dem Abgrund entfernt, der sagt, latscht so ein Stückchen davor. Nö, dich machen wir jetzt nicht fertig. Das war geil. Du bist ein Cheater, Junge, du hast God-Mode an, Junge. Wie soll ich das denn machen, bitte? Das weiß ich noch nicht. Ich hab das Spiel gestartet. Verdammt! Was haben wir hier? XZ. Klammer zu. Nee, das war Krokodilsmaul offen. Okay, interessant. Das. Nein.
wir es durchgespielt. Wir haben es durchgespielt. Leute, wir haben es durchgespielt. Wir haben das verdammte Spiel durchgespielt. Ich weiß, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber hier in dem... Okay. Error. Error steht hier. It's not about whether you die or not. It's about when you die. Das heißt, Junge, du hast so viel Zeit in deinem Leben, dass du das wirklich so lange... Ja! Hast. So, das finde ich einen genialen Abschluss zur SCP. Das ist war's so, jetzt. Das mit. War's. Wir haben es durchgespielt. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es durchgespielt. Ja. So, der Peppo als wahrer Held des Tages heute. Ich würde ihm eine Krone. Ich darf als erstes aufs Klo gehen. Ich darf als erstes jetzt aufs Klo gehen. Ja, euch sagt Ciao, der Mahatma. Und der Peppo. Ade Ciao.